Ja, und mit diesen unverständlichen Phrasen ein herzliches Willkommen zurück bei Last Day of June. Jo, und wir hatten letztes Mal hier gestoppt, glaube ich. Da hatten wir diesen Blumentopf noch nicht umgeworfen, so wie wir es hier drüben schon getan hatten, hier an dem kleinen Häuschen hier unten. Hier drüben zu sehen. Und hier konnten wir leider nichts ausrichten. Hier konnten wir dieses Seil nicht nehmen, um uns hier abzuseilen. Wir müssen aber, oder wir sollten, warte mal, ich muss mal gerade mal gucken. Ja, unten, das ist das Tor. Und ich denke, wir kommen hier unten weiter. Da, wo der Drachen im Baum hängt. Und wir haben ja mitbekommen, dass der Kleine hier niemanden zum Spielen findet. Weder der Vater möchte mit ihm spielen, noch die Mutter, noch vermutlich sein Opa. Ja, und die einzige Möglichkeit ist, vermutlich dann eventuell dann wenigstens mit dem Drachen zu spielen, ihn steigen zu lassen. Keine Ahnung, windig genug ist es ja, man sieht's ja. Aber wir kommen hier noch nicht runter, weil hier, wenn wir hier dieses Seil nehmen möchten, dann meckert Opi. Ja, genau, natürlich weniger schön. Und, ja, hier hinten waren wir auch schon. Genau, da brauchen wir jetzt nicht mal hinlaufen. Ja, wir können mal hier diesen Blumentopf hier umschießen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber wir werden es ja gleich. Ha! Okay. Opi ist getriggert. Okay, jetzt können wir uns schnell mal das Seil holen hier hinten. Vielleicht bringt das was. Jawollo. Na bitte. Und dann denke ich und hoffe ich, ich gehe einfach mal schnell runter, bevor der uns hier kascht. Es mitbekommt, dass wir das Seil geklaut haben. So. Jawohl, genau das. Genau das wollte ich erreichen. Jawohl. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite dieses Tores. Und da kamen wir ja auch nicht rüber, beziehungsweise durch. Weil wir einfach zu klein sind, um da durchzukommen. Zu klein, um den Hebel umzulegen, um ihn wegzuschieben und dann durchs Tor zu treten. Ja. So, jetzt wollen wir mal schauen. Hier drüben kann ich, glaube ich, noch nichts bewirken. Diese Blasen, die irgendwann auch blau erscheinen. Ich bin mir nicht sicher, was. Es hat mit den Erinnerungen zu tun. Wenn wir einen Teil der Erinnerung ja durchlebt haben, sozusagen, dann werden die Dinger blau. Aber was die jetzt genau für eine Bedeutung haben, das muss ich leider. Keine Ahnung, weiß ich leider nicht. Das kriege ich aber auch noch raus. So, jetzt können wir hier diesen Drachen vermutlich hier runterholen. Natürlich nicht so einfach. Haben wir unseren Ball nicht bei? Den haben wir leider oben gelassen, scheinbar. Aber, warte mal. Es muss doch noch irgendwas anderes geben, was wir tun können hier. Schauen wir uns mal die Aussicht an. Leider ist die so ein bisschen verschwommen. Oder auch nicht, wenn wir durch dieses Fernrohr blicken. Schau an. Kann ich das bewegen? Nee, leider kann ich das nicht bewegen hier. Ah, schade. Ich würde gerne mal so ein wenig rumschwenken mit dem Teil. Geht leider nicht, aber man erkennt unsere Eltern. Nee, Quatsch, Blödsinn. Schon wieder verwechselt. Wir sind ja nicht die Eltern. Beziehungsweise wir sind ja nicht der Sohn dieser beiden Menschen da drüben auf dem Steg, sondern ja, der Sohn des schießwütigen Nachbarn. Genau. Aber ja, ich weiß nicht, was das. Warte mal, ich. Errungenschaft freigeschaltet. Erkunder, sehr gut. Es bringt mich aber jetzt nicht wirklich weiter, oder? Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht. So, schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Hier, das Ding hat bestimmt irgendwas. Oh, das ist auch durchgebrochen da oben, wie ich gerade sehe. Es wird nicht viel bringen. Können wir eigentlich das Seil nochmal zurückholen hier? Mal gucken. Achso, dann muss ich nochmal da hinten hoch. Okay, ich kann ja leider nicht springen. Kann nur ein bisschen rennen, ansonsten nichts. Achso, warte mal, Moment mal. Achso, er war. Okay, andere Aktivitäten. Okay, das, ja. Nee, kann ich leider nicht. Ich kann, wie gesagt, ich würde gerne mal da oben ranspringen, aber geht leider nicht.
Geht leider nicht. Aber wir können doch bestimmt jetzt das Tor von innen aufmachen, oder? Das müsste doch funktionieren. So, warte mal. Meine Maus, die spackt immer an einer Stelle hier auf dem Tisch. Merkwürdigerweise. Das soll nicht weiter wichtig sein. So, mal schauen. Ja, das müsste doch gehen, oder? Ja, alles klar. So, jetzt ist nur die Frage, was bringt uns das? Wir bräuchten irgendwie ein Werkzeug, ein längeres Werkzeug, damit wir hier oben rankommen. Gibt es hier nicht irgendwo einen Knüppel oder irgendwas? Warte mal. Irgendwas muss es doch hier geben, oder? Nee, nicht wirklich. Space laufen? Ah ja, okay, das ist schon klar, aber ich brauche momentan nicht zu laufen, außer jetzt, wenn ich da... Ich gehe mal raus, mal sehen. Da freut er sich. Okay, Opi nochmal Ärger. Ah, warte mal, da hinten war doch eine Lücke. Da war doch eine Lücke. Haben wir eigentlich ein Inventar? Fällt mir gerade ein. Nee, oder? Nee, kein Inventar. Also kein wirkliches. Ah, Moment, den Ball, den holen wir uns natürlich zurück. Jawohl, warte mal, Moment. Der Brunnen hier. Nee, den kann ich gar nicht nutzen. Ah, alles klar, der Ball. Jetzt kommen wir auch unten wieder runter, genau. Oder vielmehr durch. Jawohl, siehst du, Kleiner. Und jetzt können wir eventuell den Drachen mit dem Ball. Poff. Ich dachte, der fliegt uns weg jetzt. Okay, so. Jetzt ist die Frage. Ja, Drachen steigen lassen ist ja mal ein bisschen mit Rennen verbunden. Aber das macht jetzt hier keinen Sinn. Seil. Wir bräuchten vielleicht nochmal das Seil. Das ist vielleicht ein bisschen schwer für den Drachen, aber probieren wir einfach. Ist doch scheißegal. Oder kann man den hier festknüppern? Unten am Seil? Auch wenn es komplett sinnfrei ist. Nee, geht nicht. Okay. Das Seil ist generell für den Drachen wahrscheinlich viel zu schwer. Viel zu dick und schwer, aber egal. Ich versuche mir mal das Seil zu schnappen. Wenn Opi sich nicht wieder einmischt und sich aufregt. Ende des Tages? Oh, okay. Moment, vorher? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich mach's einfach mal. Ah, nee. Okay. Es liegt der Drachen da unten, alles klar. Ist ein bisschen komisch gelöst, aber was soll's, jetzt muss ich nochmal nach oben krauchen. Jo, gut. Dann beenden wir mal den Tag, denke ich, oder? Oder gehen wir mal zu irgendjemandem, der mit uns eventuell spielen möchte. Der Hund ist es ja nicht, also nicht wirklich. Der bringt uns nur Unglück, wie wir gesehen hatten. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge schön zu sehen. Oder eher unschön zu sehen. Könnte man auch sagen. Da hinten ist eine blaue Blase. Okay. Gehen wir mal zu Mami. Aber Mami möchte nicht spielen, glaube ich. Mal schauen. Nee, das war nix. Zum Vater brauchen wir gar nicht erst. Der ballert lieber auf irgendwas. Wahrscheinlich ist es egal was. Hauptsache ballern. Und zu Opi. Da, hat man es gehört. Okay, ich gehe hoch. Ich gehe hoch, beende mal den Tag und dann mal sehen, was er... Ja, was uns der nächste Tag bringt. So, Ende des Tages. Autsch. Also doch, ich wusste es. Mit dem Seil meine ich jetzt. Thank you.
Okay, wir scheinen ein wenig weiter zu sein. Einen kleinen Schritt in die richtige Richtung, wie es scheint. Können wir hier nicht wechseln. Wir müssen... Ich drück mal R, mal sehen. Okay. Da wären wir an dieser Stelle gewesen, wenn wir uns mit dem Hund eingelassen hätten. Das haben wir ja eigentlich schon. Oh, Entschuldigung. War jetzt laut gerade. Das haben wir ja eigentlich schon, wollte ich sagen. Aber... Oh. Irgendwas ist noch nicht richtig. Können wir das gar nicht verhindern? Ja, Errungenschaft freigeschaltet. Ich bin noch da. Aber irgendwie habe ich das Gefühl... Als wenn wir nicht wirklich was ausrichten können. Sondern momentan alles nur... ein Was-wäre-wenn... ist. Und das Ganze... für immer ein Traum bleiben wird. Dann seien wir mal ehrlich. Keiner kann die Zeit zurückdrehen. Und Dinge ändern, die geschehen sind. Okay, so. Ich vermute mal, wir müssen wieder in die Garage. Vorher hole ich mir noch mal was aus dem... aus dem leeren Kühlschrank? Nee, geht gar nicht. Aber ich würde gerne mal hochfahren. Ich würde gerne mal hochfahren, wenn das irgendwie geht. Aber der Sessellift, oder wie heißt das Ding da oben nochmal? Dieser Rollstuhllift, oder Lift in Kurzform, den kann ich leider nicht runterholen. Also, auf geht's zur nächsten Erinnerung. Achso, falsche Taste. Oh, nee. Nein, das glaube ich. Das ist doch jetzt nicht wahr. Nicht noch so eine Variante. Alter. Ja. Genauso gucke ich auch gerade. Genauso gucke ich auch gerade. Alter, das gibt's ja gar nicht. Das war die Mutter. Das war die Mutter von dem Kleinen. Die hatte anscheinend Ladung verloren von ihrem Pickup, der beladen wurde, den sie selbst beladen hatte. Und ja, anscheinend hat sie die ganze Fracht verloren. Ja, und den Rest, den hat man gerade gesehen, was passiert. Oder was passieren könnte, ich weiß es nicht. Soll ich zum Licht? Nee, hier ist ja nur der Kamin, oder? Ja, genau, nee, dann. Gehe ich ins blaue Licht. Okay. Tatsächlich. Schwanger. So. Achso, das kommt nochmal. Da ist auch schon das kleine Kinderbett. Bevor ich rausfahre. Nochmal hierher.
Moment. Erstmal eine bessere Sicht oder eine bessere Position suchen. Cooler Move, oder? Was haben die denn in der Hand? Kinderklamotten? Ja, hier komme ich eigentlich auch raus. Ich weiß nicht. Ist im Grunde doch egal, oder? Wo wir lang gehen? Fahren, Entschuldigung. Und dann geht's hier weiter. Warte mal. Nee, ich fahre doch die andere Richtung. Da wollte ich jetzt... zuerst raus. Da geht's auch nochmal raus. Okay, okay. Da hinten ist auch nochmal ein kleines Bett. Ein Kinderbett. Gut, dann... Oh, da scheint sich zu stürzen, oder? Was passiert hier? Sieht schon etwas... Oh no. Oh no. Hä? Warte. Was passiert hier? Ah, das Ding ist auf der anderen Seite. Okay, das... Da kommen wir nicht weiter. Warte mal, dann fahre ich jetzt mal hier weiter. Alter, was ist hier los? Warte. Nee, da komme ich auch nicht wieder hoch. Da geht's nicht weiter. Hier schon. Und jetzt kommen wir hier auch an eines dieser Bilder heran. Oh Mann. Jetzt. Ist dieses... Ist diese Behinderung jetzt bedingt durch den Autounfall oder durch den Sturz? Ich bin mir nicht sicher, weil das hier direkt davor passiert. Also die Szene befindet sich ja hier direkt vor diesem Zaun und dahinter sitzt sie in dem Rollstuhl. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Warte mal, bevor ich hier lang fahre, wollte ich nochmal da hinten hinschauen. Wir hatten ja hier gerade nochmal... Warte mal. Genau hier hinten, hinter diesem Zaun. Moment, hier. Ach, das hatten wir doch schon, oder? Gerade nochmal kurz anschauen. Ja, das hatten wir schon. Okay. Alles klar, das hatten wir hinten. Ja, hier hinten waren wir auch schon, aber da sind wir nicht hingekommen. Hinter dieses... Ja, die Treppe hoch. Die Treppe hoch. Die Treppe hoch. Das kommt mir so vor, als wenn wir irgendwann nicht mehr im Rollstuhl sitzen. Als wenn wir dann zu Fuß hin können. Okay, fahren wir erstmal hier. Ne, da kommen wir nicht lang. Fahren wir erstmal hier weiter. Wo waren das jetzt nochmal? Hier durch und dann links. Hier ist eine Schranke. Okay, kommen wir gar nicht weiter. Okay, dann war das. Und hier kommen wir auch nicht weiter. Dann sollten wir vielleicht zurück in die Garage. Merkwürdig. Merkwürdig. Wer ist da bei ihr? Ist das die Nachbarin? Ja. Ist die Mutter des Kleinen, wie es scheint. Ich hoffe, ich erzähle keinen Mist gerade. Warte mal. Hier lang? Nee. Poff. Okay, dann zurück in die Garage. Vielleicht
finden wir da mehr raus. So, hier vielleicht noch irgendwas. Ne, Küche waren wir. Okay. Ja, da geht's weiter. Bevor wir hier in die nächste Erinnerung abtauchen, sage ich mit diesem coolen Move erstmal, das ist ein bisschen makaber, aber yay! Vielen Dank fürs Zuschauen für diese Folge und verabschiede mich dann. Bis zum nächsten. Bis denn dann. Ciao. Ist makaber. Hör auf!